Für all diejenigen, die sich gefragt haben, wie krass sind denn eigentlich die Elemente, habe ich für euch mal ein paar Rüstungssets zusammengestellt und getestet. Darum geht's heute, damit willkommen zurück. Ich habe auch gesehen, es gibt ein Diablos-Event, da werden wir auch drüber sprechen. Ist aber jetzt nicht hier Hauptfokus, weil jeder Depp hat die Info bekommen. Die kann man dann gar nicht übersehen, aber dazu später mehr. Erstmal der ganze coole Shit. Und zwar, wir hatten ja schon in den letzten Folgen festgestellt, dass mein Bogen, ich zeige ihn nochmal, ein Stufe 8 Jagras wegklatscht ohne Probleme. Da kann ich sogar zwei Sachen brechen. Und ich habe mal ein paar Ulumu 8er getestet. Konnte ich mit Glück auch schon legen. Das wäre ohne Elemente überhaupt gar nicht machbar. Und das gucken wir uns einmal an, was denn ein Element überhaupt bringt. Die haben 5 Stufen. Die erste Stufe gibt nur 50 Element Bonus. Ist jetzt nicht viel. Die zweite auch nicht. Ab der dritten wird schon spannender, weil 100 mehr Damage, das kann man dankend annehmen. Aber 4 und 5, alter Falter, 150 pro weitere Stufe, das ist dann eine Sache, wo ich sage, das ist fett, das lohnt sich und das klatscht auch ordentlich auf den Gegner ein, dass ihr das einfacher habt. Das habe ich für mich jetzt so getestet und auch kann ich bestätigen. Das gucken wir uns doch gleich im Test nochmal an. Und jetzt bin ich nämlich bei Stufe 8 Monstern, wie zum Beispiel dem Anjanath. Oder ein Kulu war auch nur so knapp zu besiegen. Und das trotzdem mit meiner schon aufgestärkten Waffe. Da bin ich auf Element gegangen, weil ich es einfach mal testen wollte. Wie ist denn der Unterschied? So ohne Wasserangriff, mit Wasserangriff. So sieht's aus. Das ist mein Wasserset. Und Leute, das ist jetzt eine Sache, die muss ich schon bemängeln bei Monster Hunter Now. Denn du kannst die Dinge einfach extrem schlecht testen. Es fehlt eine Trainingsstätte. Weil wisst ihr, wie lange das gedauert hat, um überhaupt diese Rüstung zu bekommen? Es ist ja nicht so, dass du sagst, ach komm, heute probiere ich mal, wie Wasserangriff plus 5 funktioniert. Das kannst du nicht probieren. Du brauchst ja, um dir die Rüstungsteile herzustellen, erstmal die passende Stufe, um diesen Bonus auch zu erhalten. Ne? Und dann musst du auch noch die entsprechenden Monster farmen, die ja nur in den bestimmten Biomen aufkreuzen. Ne? Und die Schlange hier, Hierotodos oder wie der heißt, der ist nun mal nicht so oft in der Wildnis zu finden. Und das dauert. Erstens dauert's und zweitens frisst Ressourcen. Also hier wird derjenige bestraft, der Bock hat auf Testen. Das ist doch übelst lame. Leider. Warum gibt's da keine Trainingsstätte? Einfach eine Trainingspuppe wie in jedem Hauptspiel. Stell die Trainingspuppe ein, kannst ein bisschen üben. Dann hast du zwar immer noch nicht die Rüstung, aber selbst wenn du das nämlich alles gefarmt hast, brauchst du ja immer noch Monster, um die zu testen. Und was bringt dir ein schwaches Monster? Da kannst du schlecht viel testen. Du willst ja wissen, hey, schaffe ich den? Schaffe ich den nicht? Schaffe ich den schneller? Schaffe ich den vielleicht in der gleichen Zeit? Das will man ja wissen. Und um das testen zu können, kriegst du eben manchmal auf die Nase und dafür brauchst du Tränke. Das ist ein Teufelskreis. Also, egal wie ich es drehe und wende, wer rumprobieren möchte, der wird bestraft. Weil du mehr Ressourcen reinbuttern musst und die Gefahr sehr hoch ist, dass du beim Testen viele Tränke verschleuderst. So ist es mir zumindest gegangen. Egal. Aber ich habe es getestet und das gucken wir uns jetzt nämlich gleich an. Das ist meine Rüstung. 858 mehr Wasserdamage und das ist eben ohne Wasserdamage. Jetzt bin ich auf Kuruyaku-Suche gegangen und habe den mal versucht zu legen und zu testen, was da passiert. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So, ich mach mal groß. Da ist schon der erste. Stufe 7 habe ich genommen. Der ist zum Testen ideal, weil 8 dauert zu lange. Ist auch zu hart, dass ich da Schaden zurückbekomme. Wir testen zuerst nur mein bisher normales Set. Mit der Waffe, welche ich habe, zeige ich euch nachher nochmal. Da gibt es eh nochmal ein paar Infos. Hier habt ihr gesehen. 300, 200, 400. Der letzte Schlag so knappe 700. Das bitte mal einprägen. Ich werde nachher, nach 3 Kämpfen, euch nochmal die ersten Schläge im Vergleich präsentieren. Wichtig ist auch, wie lange brauche ich? Aber für mich spannend ist erstmal, wie sind denn so die Schadenszahlen überhaupt? Man müsste das eigentlich auf Zeitlupe gucken. Okay, er springt ein bisschen rum, aber er ist trotzdem sehr dankbar. Er hat den Stein jetzt lange in der Hand. Hier, letzter Damage, 500. 200, wieder 500. Wir müssen mal auf die Quits achten. Ich habe noch gar nicht mehr angeschaut, ab wann Schwächevorteil überhaupt greift, aber ich glaube nur, wenn du in den richtig roten Bereich reinkommst. Jetzt haben wir 45 Sekunden gebraucht für Stufe 7.
Jetzt gehen wir mal auf das Wasserset und nimm aber nur Stufe 4 Wasser mit rein. Und die Anjanat-Rüstung, die Rathalos-Rüstung, weil die gibt ja nochmal 20% Schwächevorteil. Also wir quitten, wenn wir die Schwachstelle treffen. Das ist das hier. Na, wir haben aber jetzt nicht gequittet. Das war ein Zahn ohne Quits, weil immer, wenn es so aufblitzt, dann haben wir gequittet. Wir haben noch den Kulu-Helm, der gibt auch 10%. Und man sieht schon, 10 und 20% sind ja 30, aber es ist nicht jeder dritte Schlag ist ein Quit. Ich denke, man kann das hier ganz gut erkennen. Wir quitten wirklich übelst selten. Das war ein Quit. Das ist auch nur der Effekt des Kulus. Und damit wäre schon mal auch geklärt, ab wann Schwächevorteil greift. Also du musst wirklich in den komplett roten Bereich des Gegners und dann hast du die 20%. 30 Sekunden. Wir waren 15 Sekunden schneller. Das ist heftig. Wir haben einfach mal ein Drittel der gesamten Zeit eingespart. Und die Schadenszahlen, da waren Taui am Anfang und von hinten haben wir statt knappe 500, 750 gemacht. Das ist so ein himmelweiter Unterschied. Hier, habt ihr auch gesehen, 600 und 1100, nochmal 10% mehr. Ihr müsst euch das mal in Zeitlupe angucken. Ich werde es eh nochmal hinten dran schneiden. Die ersten paar Moves, die ersten Schläge, die treffen. Das ist heftig. Das heißt, wenn ich Rathalos Rüstung austausche für 150 mehr Wasserdamage, dann mache ich trotzdem insgesamt 10% mehr Schaden. Es sei denn, ich quitte halt sehr häufig. Aber ich finde, die Elemente sind trotzdem noch heftiger als dieser eine Schwächevorteil. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn dein Schwächevorteil bei 50% ist, aber gibt's ja nicht. Es gibt ja keine Rüstung, die du so herstellen kannst. Jetzt sind wir hier zwar wieder langsamer gewesen, aber das lag auch daran, dass der Kulu hier sehr oft rumgesprungen ist und trotzdem waren wir immer noch schneller als in der einen Runde, die es ja besser lief. Hier, Schläge, 700, 500, 800. Hier sind es gerade 800, 500, 600, 1000. Hier 500, das sind schon fast alles 300er und 400er Schläge. 400, 600, das ist fett. Heftig. Richtig heftig. Und wem es zu schnell ging, der muss dann nochmal zurückspulen. Aber ja, da habe ich Bock gehabt. Ich habe richtig Bock gehabt, das zu testen. Deswegen gibt es auch heute erst ein Video dazu. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, aber mein Fazit ist, wenn immer ihr die Chance habt, geht auf Elemente, weil damit war für mich zum Beispiel auch der Anjanat machbar. Den können wir uns auch mal angucken. Da haben wir ihn gefunden. Da ist er, der Anjanat. Wenn ich hier reingehe mit der Ulti als erstes und den Kopf anvisiere, dann habe ich festgestellt, ist das schon mal das Beste, was ich machen kann. Jetzt hatten wir hier Pech, aber trotzdem 1200. Und jetzt mache ich Folgendes. Jetzt gehe ich nämlich auf die Beine und versuche, den umzuschubsen. Das mache ich so lange, bis der umplumpst oder er seinen Feuerstrahl nach vorne haut. Denn erst, wenn er den Feuerstrahl hat, lohnt es sich nochmal, den Kopf anzuvisieren. Und hier sieht man auch erstmal, wie krass diese Fixierfunktion auch ist. Die ist Gold wert, ohne die gar keine Chance. So, jetzt habe ich hier ein großes Problem, nämlich kein Internet. Netz war weg. Jetzt speit er Feuer. Abbrechen, nach vorne gehen zum Kopf, neu fixieren. MB, tu es. Und das Geile ist, bis dahin ist die Ulti auch aufgeladen und jetzt immer gib ihm, gib ihm, gib ihm. Ich würde es jetzt anders machen. Ich würde mir jetzt noch ein paar Schläge mitgeben. Aber dafür reicht die Zeit nämlich. Und erst dann, wenn er aus der Ruhephase weg ist, dann weiter attackieren. Und das ist so für mich das, was funktioniert hat. Einfach krass. Und die Schadenszahlen. Ich sag euch, ohne Schwächevorteil, ohne Wasserdamage, keine Chance. Keine Chance, habe ich nicht hinbekommen. Ich habe richtig viele Tränke gestern verbraten, nur für diesen Test. Und das würde ich so natürlich nie nochmal machen, aber irgendeiner muss es ja testen. Einer muss es testen und die Elemente sind krass. Und wer jetzt wissen möchte, wie ich da noch ausgerüstet bin, was meine Waffe angeht, passt mal auf. Das ist das schöne Schmuckstück hier. Und jetzt kommen wir nämlich zum zweiten Punkt. Also hiermit ist schon mal der Beleg da. Die Elemente sind enorm mächtig. Die nicht mitzunehmen ist schon fahrlässig. Es gibt noch andere Waffen, aber ich kann es ja nicht testen. Der Diablos-Hammer zum Beispiel ist auch so eine Frage. Oder der Diablos-Bogen, habe ich gelesen. Nimm ein paar Spieler. Die Diablos-Waffen haben eben die größte Raw-Damage. Und ich weiß nicht, ob das gut ist bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich glaube, ab Stufe 8 wird es dann trotzdem schwierig, nur mit einem Diablos-Bogen irgendwas zu reißen. Aber blenden wir erstmal aus. Wir gehen erstmal auf meine Waffe. Sie ist dann nur Stufe 8 plus 2. Und
das hier, was ich hier sehe, macht mir ein bisschen Sorgen. Denn ihr seht, wir brauchen schon nicht nur für das Überentwickeln diese nervigen Wyvern-Edelstein-Splitter. Ich habe davon 6 Stück. Ich habe da anscheinend Glück gehabt. Aber wisst ihr, wie lange das dauert, um die zu farmen? Und das ohne Elemente. Viel Spaß beim Farmen. Ich kann jetzt mittlerweile den Kadachi plätten, den Gyros plätten, den Ananat. Bei Bedarf, wenn ich auf dem Heimweg bin, nicht volle Lebenspunkte habe, würde ich ihm mir zutrauen. Dann Kulu, den Pukai. Paolumbo habe ich ja auch schon gelegt mit dem Bogen. Auch da nur wegen Elementen, weil wir auf Element Feuer plus 5 draufgesetzt hatten. Und das reicht. Yagras sowieso easy. Da versuche ich sogar die 2 Teile zu brechen, dass die Ausbeute für genau so ein Item höher ist. Und ich habe mal gezählt. Ich und mein Kumpel, wir sind rausgegangen. Und hier ist eine Sache, die wie bei Pokémon bei den Shiny-Jagden nervig sein kann. Weil wir haben jetzt das Problem, dass wir zu zweit unterwegs sind. Und mein Kumpel bekommt in einer Tour nicht diese Wyvern-Edelsteinsplitter. Der ist jetzt bei, glaube ich, 66 Monstern und hat nichts bekommen. Einfach mal nichts. Ich habe jetzt 80 gezählt und habe 6. Ich habe ihn natürlich schon verdoppelt. Ein Upgrade ist ja da. Ich habe nicht alles verdoppelt, das frisst ja auch Ressourcen. Aber ich habe 6 Mal aus 80 bekommen. Und ein anderer macht fast das gleiche und kriegt einfach mal gar nichts. Das ist ein bisschen unfair, weil gerade am Anfang brauchst du es ja. Du willst ja progressen. Und das kannst du nicht, wenn es einfach am Pech scheitert. Das ist schon ein bisschen belastend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mich würde es nerven, also da Hut ab, dass man da nicht die Lust verliert. Ich hoffe, dass da mein Kumpel das auch dann soweit bekommt, weil dann können wir auch gemeinsamer, effektiver handeln. Aber ja, es kann belastend sein, da hilft nur die Ruhe bewahren, sagt sich natürlich einfacher. Und dann kommt nämlich auch der Punkt ins Spiel, dass das Verdoppeln für 300... nämlich auch gemacht wird. Es funktioniert, Leute. Ich habe ja schon mal im letzten Video gesagt, wie Niantic fort Geld zu verdienen und das geht auf jeden Fall auf. Ich kann mir vorstellen, dass ich hier auch sehr oft verdoppeln werde. Das frisst so knappe 3 Euro. Das ist eigentlich viel Geld, aber irgendwie macht's Bock. Aber auch dazu später mehr. Also, wenn ich das alles zusammenrechne, 80 plus knappe 60 sind wir bei 140, 150. Wir haben 6 Dinger draus gezogen. Also kann man sagen, 1 zu 25. Bei 4 Items sind das 100, 1%. Im Schnitt haben wir vielleicht 5 Items, vielleicht sind es auch 2%. Also irgendwo so zwischen 1 und 2% wird wohl die Chance sein, dass so ein Wyvern-Edelstein-Splitter droppt. Und da kann es eben passieren, dass du mal 75 Monster plättest und dann nichts bekommst. Dann ist es sogar immer noch relativ normal, dass man sich nicht beschweren muss, wenn es denn bei der Zahl wirklich so ist. Und wenn das so wäre, habe ich einfach unwahrscheinlich viel Glück und komme eben jetzt etwas weiter. Aber so ist es manchmal. Es ist ungerecht. Gebe ich zu, es ist mega ungerecht. Und für diejenigen, die hier Free-to-Play-Spieler sind, das dürfte Wochen dauern. Aber egal. Mein nächstes Ziel ist sowieso, dass ich die Rüstung erstmal hochpimpe, weil ich habe da Mangel. Ich kriege immer auf die Nase und ich will auch keine Tränke vergeuden. Das Testen hat sehr viel eingenommen an Tränke und dann war es okay. Na Judi, das dazu, damit ist Elemente abgehakt und wie hoch die Chance ungefähr ist auf diese Items. Guck mal, hier ist ein... Oh, das sind 2 Dreier-Pokis. Das sind 2 Dreier-Pokis, die nehme ich auf jeden Fall nachher noch mit. Egal, jetzt gehen wir erstmal auf die Events. Wir gehen mal auf Neuigkeiten. Ihr habt wahrscheinlich alle das hier gelesen, die Ablos. Ich gehe mal auf mehr Informationen. Ich muss Samstag arbeiten, das kann ich nicht spielen, aber Sonntag werde ich es mal testen oder ich werde es auch nicht testen. Wir gehen es mal durch. Indizien deuten darauf hin, dass eine Diablos-Invasion in Wüstenregionen hervorsteht. Wir wissen bereits, dass Monster häufiger in großen Parks auftauchen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Wir haben ja schon getestet und ich habe euch auch schon mal ein paar Beweisvideos gezeigt, dass eben nicht in Parks häufiger Monster aufkreuzen. Achso, großen Parks. Na gut, das kann sein. Vielleicht haben sie das dann wieder zurückgepatcht. Aber seit wann ist denn das so? Das würde mich wundern. Da gehe ich aber direkt nochmal ins Schloss Sanssouci und überprüfe das.
Das haben die ja genervt, leider. Na egal. Nun scheint es so, als würden Parks, die gleichzeitig Wüstenregionen sind, ein Zustrom. Also nur Diablos mehr in Wüsten, auch nur mehr in Parks. Schade. Diablos sind überaus mächtige Monster, also bereite dich vor. Hm? Und rücke mit anderen Jägern aus. Samstag, 13 bis 16 Uhr. Und Sonntag, 13 bis 16 Uhr. Sonntag werde ich spielen, da werde ich es mal probieren. Diablos tauchen häufiger in Wüstenregionen auf. Das hier spannt. Zeitlich begrenzte Event-Quests. Im AR-Modus. Wahrscheinlich Fotoschießen oder so. Hoffentlich nicht besiegen, das wäre ja die Hölle. Dann, selbst wenn du noch nicht in den Quest der Hauptstory vorgestellt hast, das heißt, du musst nur Jägerrang 11 haben, dann kannst du auch schon Diablos besiegen. Und Event-Quests sind automatisch für Jäger auch ab Jägerrang 11 zu bekommen. Was ich auch gut finde, für alle, die keine Zeit haben, du hast genug Zeit. Bis zum 24. 0 Uhr kannst du die abschließen. Also, meine Meinung, jetzt mal ganz ehrlich, wir bleiben mal auf dem Infoblatt einfach stehen. Das Erste, was ich mir gedacht habe bei dieser Ankündigung ist, ohne Yantik. So willst du also dafür sorgen, dass Leute bereit sind, Geld auszugeben. Das war mein erster Gedankengang. Ich sag's, wie es ist. Ich bin hier einfach nur auch der ehrliche MB, der im Kopf eben diese Gedanken hat. Und warum denke ich das? Weil ich denke mir, Diablos wird für viele wahrscheinlich ein Monster sein, was nur sehr schwer zu besiegen sein wird. Selbst wenn du Jägerrang 11 bist, der spawnt ja nur ab Stufe 5, glaube ich, oder? Kann das schon 4 sein? Dann kennt man sein Moveset nicht. Und ohne eine elementare Waffe wie Eis wird es echt schwierig. Und ohne Gruppe wird auch schwierig. Ich finde, Diablos ist ein sehr nerviges Monster, weil ich kann nur für mich erstmal sprechen, wenn ich in den Park gehe, an diesem besagten Tag, ist das Letzte, was ich sehen möchte, Sima und Achta Diablos. Das heißt, die nehmen mir die guten Spawns weg. Ich brauche Yagras, ich brauche Pukas, ich brauche Kulus. Die will ich doch farmen. Die sind einfacher, die geben mir sicheres Geld und vielleicht auch mal so ein 6er Item. Also welchen Grund hat es, dass ich freiwillig auf Diablos Jagd gehen soll? Da ist doch nur die Gefahr hoch, dass ich Tränke verballer und ich brauche von dem ja auch nichts. Es ist so krass, ich brauche von dem echt gar nichts. Ich gehe nochmal zurück in mein Spielchen. Und zwar, wenn ich gehe mal die Monsterliste durch. Heute wird eine lange Folge, aber ich mache einmal vielleicht die Woche jetzt ein Völkchen, aber dafür eben kompakt reden wir über alles. Yagras brauche ich für Wasserangriff meiner Waffe und eben auch die Hosen. Kudos, easy Monster. Wäre das ein Event gewesen, die beiden wären schon geil, könnte ich Achter farmen. Oder wer noch neu anfängt, kann da eben ein bisschen Geld so farmen. Klatsche weg, fertig. Puga nehme ich auch, brauche ich auch für Waffe und eben Geld und 6er Items. Selbst Barot ist einfach zu besiegen. Bis Stufe 7, 8 wird schwierig. Aber immer noch besser als Diablos. Großgürus könnte ich auch besiegen, über den würde ich mich auch nicht so freuen. Aber auch der ist immer noch besser. Ich habe von dem die Handschuhe. Das heißt, von dem würde ich sogar mehr Items farmen wollen als von einem Diablos. Kadachi natürlich tausendmal besser. Paulumo brauche ich auch für göttlicher Schutz. Den Mistkerl, den brauche ich als Event, damit ich meine Rüstung stärken kann und auch Wasserangriff nach oben geht. Anjana sowieso für den Bogen. Ratian ist gut, gibt HP. Legiana und das, Leute, das ist auch der Witz, den ich dabei empfinde. Denn um Diablos besser besiegen zu können oder einfacher, brauchst du ja die Sachen vom Legiana, weil nur ein Legiana gibt dir Eisangriff. Das heißt, strategisch ist es ja besser und sinnvoller, erst ein Legiana-Event zu machen und dann Diablos-Event. Also nach meinen Vorstellungen. Haben sie aber nicht. Legiana ist auch ein seltenes Monster und ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und behaupte, dass bestimmt mehr Leute Bock hätten, zuerst Legiana zu hunten, statt ein Diablos. Muss aber nicht sein. Ich habe auch gelesen, es gibt Leute, die freuen sich darüber, weil sie eben die Waffe von Diablos toll finden oder auf Talle brechen gehen. Auch okay. Ich kenne aber keine Statistik. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Wenn ich auf Reddit gucke, sind aber die Stimmen viel größer, die das nicht so geil finden, das Event, als die, die sagen, ja cool, ich brauche von Diablos noch das und das. Und Diablos-Waffen sind am Anfang vielleicht ganz cool, aber später im Endgame kannst du die auch nicht gebrauchen. Habe ich gelesen. Das stimmt, weiß ich nicht. Aber jetzt mit dem Test
Vom Anfang der Folge würde ich auch sagen, macht ja Sinn. Und Rathalos, den brauche ich ja auch viel häufiger, weil die ganze Rüstung von dem ist deutlich geiler als ein Diablos. Also die hätten wirklich jedes andere Monster nehmen können. Das einzige, das ist ja der Witz. Das ist wirklich nur Diablos ist das, was ich nicht gebrauchen kann und sehr wahrscheinlich auch andere Spieler nicht sehen wollen. Warum die das nun nehmen und als Event verkaufen? Schwierig. Wie ist denn das bei euch? Freut ihr euch auf Diablos? Für mich ist es ein nerviges Event. Damit meide ich die Parks, weil ich will ja nicht Diablos hunten. Ich brauche andere Monster. Das ist für mich eher kein Event, das ist eigentlich ein Grund, zu Hause zu bleiben. Aber wer weiß, vielleicht sind ja die Items ganz cool, die man aus den Quests bekommt. Vielleicht kriegst du ja ein paar Tränke oder so. Oder von dem ein paar 5er-Items oder vielleicht sogar ein 6er-Item. Das wäre richtig geil, aber unwahrscheinlich. Oder wenn sie schwarze Diablos einführen würden, wäre auch geil. Davon haben sie aber nichts geschrieben. Und so als Überraschung, ja, möglich, aber auch super unwahrscheinlich, weil dann hätten sie es auch gleich ankündigen müssen, um allen Spielern zu zeigen, hier, jetzt gibt's was Neues. Das vorzuenthalten und als Überraschung zu planen, macht ja mal gar keinen Sinn. Das ist so meine Meinung zum Diablos-Event. Also ich finde es nicht geil, aber all diejenigen, die da richtig Bock drauf haben, wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Geht ruhig raus. Falls ihr Waffen von dem braucht, Rüstungsteile, dann ist das genau euer Event. Und für mich ist das wirklich das schlimmste Monster, was die als erstes Event hätten hinsetzen können. Es ist einfach so. Es ist die Wahrheit. Es ist einfach die Wahrheit. Jedes andere wäre cool gewesen, aber nicht das. Wir kürzen es doch mal ab, die Folge ist schon zu lange, wir haben einiges gesehen, aber einen Tipp nehme ich noch mit und zwar von Mike Hannig. Ich hoffe, es war jetzt der richtige Name. Der hatte den Hinweis gegeben, schau doch mal, es gibt online, das ist die Seite hier, monsterhunternow.com, einen eigenen Webstore. Und in diesem Webstore gibt es erstens ganz andere Angebote, das gibt es nicht in dem Play Store von Google. Und du bekommst fürs gleiche Geld mehr Juwelen. Das ist ein enorm wichtiger Hinweis. Was ich mal testen würde ist, was ist, wenn ich das jetzt hier kaufe, die 2500 Juwelen gegenüber dem App? Zeige ich euch mal fix. So sind die Preise ja im App Store. Da würde ich für 1790 nur 2250 bekommen, also 200 Juwelen weniger. Ist das nicht krass? Es gibt auch noch ein paar Hinweise, dass man sagt, ja, du kannst ja auch dich irgendwo anders in einem anderen Land, anderer Region einloggen, da günstiger dir die Juwelen holen. Ja, ich weiß nicht, da bin ich kein Freund davon, schwierig. Wisst ihr, was mich das erinnert? Das erinnert mich so an Leute, die auch Urlaub machen in vielleicht Ländern wie Türkei, sich dort einen Döner kaufen für 1 Euro und dann sagen, hey, richtig cool hier, ist ja alles so schön günstig. Naja, dann frag dich doch mal, warum das so ist. Da bin ich immer ein ungutes Gefühl dabei, wenn ich dann so als besser Verdiener, weil es uns vielleicht hier in Deutschland wirtschaftlich besser geht, dann da das auszunutzen, weil es bei denen halt gerade nicht so geil ist. Schwierig. Und dann den Store auszunutzen, damit man eben selber nicht so viel zahlen muss. Ich weiß nicht. Also ich habe jetzt nicht so Nöte, bin in dem Alter über 40, dass ich mir das locker leisten kann und auch werde. Und mal so zum Vergleich. Witzigerweise habe ich jetzt im Monat September, selbst wenn ich mir das eine Paket, was ich euch gerade gezeigt habe, diese 1790 mit den Tränken und so kaufe, habe ich immer noch weitaus weniger bezahlt im September, als ich sonst pro Monat ausgebe für Spiele, weil mittlerweile ist ja alles in Game Passes mit drinne und verrückt. Verrückt, wo ich mich dann manchmal frage, okay, wohin mit der Kohle? Übertrieben gesagt. Also mir tut es jetzt nicht weh, selbst wenn ich hier 100 Euro investiere, dann ist es immer noch günstiger als bei Pokémon damals oder bei Genshin Impact zum Beispiel. Kennt ihr die Preise bei Genshin Impact? Hier, die 119 Euro für 15.000 und in dem Webstore für 16.500. Das ist ein enormer Unterschied. Bei Genshin Impact kriegst du gar nichts dafür oder kriegst ein paar Ziehungen. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das ist eigentlich schon eine größere Frechheit. Und trotzdem wird es gekauft. Die Leute machen das. Es gibt eben so große Wale, die cashen da ein, wollen es zeigen und haben eben ein paar Zuschauer. Vielleicht ist das ja die gleiche Strategie. Dann wird das auch so funktionieren. Und man kann ja auch die Juwelen auch echt gebrauchen. Fürs Verdoppeln und eben für die Tränke. Also es wird aufgehen. Es gibt ein paar Stimmen, die sagen, mal gucken, wie lange das hier läuft. Bei uns spielt es kaum einer. Dann ist das so. Im Großen und Ganzen wird der Monster Hunter eh drauf pfeifen, wer es nicht spielt. Für die ist ja wichtig, wer spielt.
Und was sind die Leute bereit einzuzahlen? Und ich sag's euch, wie es ist. Für das Verdoppeln werden Leute eincashen. Es ist so. Es wird passieren. Ich bin das beste Beispiel. Und einmal verdoppeln kostet nicht viel. Zumal die Items eh rar sind. Und das machst du ja auch nicht immer. Trotzdem sage ich, Tränke sind zu wenig. Da gerne mehr. Es fehlt ein Herstellungssystem. Und es fehlt auf jeden Fall eine Möglichkeit, in-game hier diese Währung zu bekommen. Aber den Tipp, den nehme ich noch mit. Also vielen Dank an die Info. An Mike Hanig. Er hat es mir gepostet. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist auf jeden Fall nochmal besser als der normale Shop. Also herzlichen Dank dafür. Und mehr habe ich nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Wir werden uns auch dann höchstwahrscheinlich einmal die Woche sehen. Also auch hier, diejenigen, die immer noch neu dabei sind. Ich bin jetzt hier kein riesen Creator mehr. Ich bin eher auch Spieler, als dass ich Bock habe, Sachen aufzunehmen. Ich muss ja auch nebenbei arbeiten. Aber manchmal habe ich eben Bock. Und am Anfang ist alles noch ganz cool. Aber jetzt merke ich auch, jetzt komme ich so in den Bereich, da wird es sehr lange dauern, euch was Neues zu zeigen. Wenn es Events gibt, na klar, dann werden wir uns dann nochmal wieder hören. Vielleicht haben wir jede Woche ein Event. Ansonsten eher schwierig, weil selbst wenn ich testen möchte und euch das zeigen will, dann muss ich ja auch schon Tage farmen, um mich vorzubereiten, dass die passende Rüstung für den Test auch da ist. Also wisst ihr Bescheid. Also Ansprüche an den Kanal bitte runterschrauben. Wir werden auch nicht nur Monster Hunter zocken, es ist nur jetzt die erste Zeit, die ist eben hoch im Kurs, die nehmen wir mit. Und wisst ihr, was ich cool finde? Es gibt kaum, was heißt kaum, es gibt glaube ich gar keinen, der sich bisher beschwert hat über das Spiel. Also kein Miesepeter, keiner der sagt, scheiße. Also da könnt ihr euch selbst einen Daumen nach oben geben, finde ich richtig klasse. Das ist ja auch nicht immer so, du hast ja mindestens immer so ein, zwei Störenfriede, aber ist aktuell überhaupt nicht der Fall. Dann möchte ich mich nochmal bedanken, weil es ist immer für jemand, der die Sachen aufnimmt, auch belastend, weil man sich dann immer mit diesen negativen Sachen eher rumärgert als bei den positiven, was ja psychologisch total dumm ist. Aber ihr kennt es vielleicht selber aus dem Privatleben. Also ja, vielen Dank dafür. Das ist cool. Da gerne weiter so. Und der Vorteil ist ja auch, wenn mehr Menschen Sachen reinschreiben, profitieren wir ja alle davon. Also sämtliche Tipps werden aufgesaugt und vielleicht lese ich nochmal irgendwas zum Diablos-Bogen. Vielleicht ist das Diablos-Event ja doch ziemlich geil. Dann lasse ich mich da auch eines Besseren belehren. Und damit schönes Wochenende schon mal und bis zum nächsten Part wahrscheinlich in einer Woche. Und damit tschüss.